So, nachdem ich hoffe, dass jetzt alle, die hier rein wollen, auch da sind und ich hoffe, dass nicht zu viele noch kommen. Also Sie befinden sich hier in der Hörsaal 2, in dem die X-Planung stattfindet und die X-Planung und Inspire und der Radrundenspeicher Metropole Ruhr. Und ich darf jetzt erstmal begrüßen den Bernhard Ströbel und den Henrik Neumann. Die zwei stellen vor, wie sie mit X-Planung 5.0 in Kugis bei der Stadtverwaltung, nein, bei dem kommunalen Immobilien Jena arbeiten. Und also Bernhard Ströbel hat das Wort. Ja, danke für die Einführung. Erstmal immer jetzt am Anfang, immer wenn man X-Planung macht, vor allem weil wir zwei Vorträge haben, ganz hübsch, wer hat davon schon was gehört von X-Planung? Bitte um Handzeichen. Okay, also die meisten. Wer arbeitet schon aktiv irgendwo mit X-Planung? Auch schon welche, sehr schön. Aber nicht so, längst nicht so viele, wie davon gehört haben. Danke für die Einführung. Das war also Stadtverwaltung Jena ist eigentlich richtig. Kommunale Immobilien Jena ist ein Eigenbetrieb der Stadt. Jena ist eine kreisfreie Stadt, liegt in Thüringen. Wir haben etwas über 100.000 Einwohner, sind also stolz darauf, einen Großstadtstatus zu haben. Die Universität und Fachhochschule, ca. 25.000 Studenten. Also in dem Sinn eigentlich eine Unistadt, eine Wissenschaftsstadt. Aber auch mit bekannteren Unternehmen, Zeiss, Jenoptik, Schott, das sind so die bekannteren, durchaus auch ein Wirtschaftsstandort, Katasterfläche 115 Quadratkilometer. Ich habe eine kleine Karte reingebracht, die Lage der Stadt ist im Saaletal, deswegen ist die Berge sind relativ steil, deswegen ist die Stadtlandschaft eigentlich so in Nord-Süd relativ lang gezogen. Und ganz im Süden im Stadtgebiet geht die Autobahn 4 Frankfurt-Dresden durch. Wer also dort schon mal vorbeigefahren ist, der hat die ja nicht so ganz hübschen Teile von Jena vielleicht mal gesehen. Ja, vorbereitende Bauleitplanung in Jena. Aktuell gibt es einen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2006. Der wurde seinerzeit noch als CAD-Zeichnung angefertigt. Seit 2015 ist die Neuerstellung in Arbeit. Und die läuft jetzt im Prinzip auf Basis QGIS, PostGIS. Und ich habe dort eben in PostGIS das X-Planungsschema damals noch in der Version 4.1 implementiert. Die Idee davon, dass wir jetzt aus dem CAD-System rausgehen in GIS-System, ist, dass eben vielfältig Anfragen für Nachnutzung da ist, für Analysen. Es gibt irgendwelche Flächen, die bebaut werden sollen. Wie sind die im Flächennutzungsplan dargestellt? Flächenbilanzen machen, das kann man eben mit der CAD-Zeichnung nicht, weil die eben häufig nur, da ist dann eben nur eine Linie gezeichnet, obwohl es eigentlich eine Flächenbegrenzung ist und damit hat man keine Fläche, sondern eben nur eine Linie und schon kann man keine Flächenbilanz machen. Eine andere Nutzung oder andere Nachnutzung wäre eben auch, dass sowas dann als über einen WMS-Server auch veröffentlicht wird. Thema verbindliche Bauleitplanung, da habe ich auch den Kollegen, den Herrn Neumann aus der Stadtplanung dabei, der gleich noch mal ein bisschen was live zeigen wird. Dort haben wir ungefähr 135 Bebauungspläne zurzeit, die meisten auch wiederum als CAD-Zeichnung, teilweise auch so alt, dass sie analog vorliegen. Also der älteste datiert aus den 1920er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der wurde dann eingescannt und nach der Wende in geltendes Recht überführt. Die Verfahrensdaten von den Bebauungsplänen finden sich, wie das ja immer gerne gemacht, oder fanden sich, wie das immer gerne gemacht wurde, in einer Excel-Tabelle. Ja, immer wenn man was in den Rechner bringen will, macht man eine Excel-Tabelle. Im Zuge der Überarbeitung wurden jetzt erstmal die Geltungsbereiche inklusive der Verfahrensdaten in auch QGIS, PostGIS mit X-Planung nacherfasst. Dadurch sind jetzt erstmal diese Verfahrensdaten im GIS. Erstens, zweitens können die Daten für Quartalszahlen ausgewertet werden und sie sind auch im Kartenportal der Stadt Jena, also im Internet, veröffentlicht. In dem Fall dann eben über WMS. Ich glaube, im Open Data Bereich müssten die eigentlich auch schon drin sein. Könnte man sich also runterladen. Bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher, ob wir die reingetan haben. Ja,
X-Planung, die meisten haben offensichtlich schon davon gehört, da würde ich jetzt eher schneller durchgehen. Es geht also um ein GML-Austauschformat. Aktuell ist die Version 5.0. Es ist schon seit 2008 zur Einführung empfohlen. Im Oktober 2017, das ist neu, hat der IT-Planungsrat den Austauschstandard als verbindlich beschlossen. Ich muss selbst gestehen, ich weiß nicht hundertprozentig, was das eigentlich jetzt bedeutet. Ich habe nur nachgelesen, IT-Planungsrat ist also ein Bund-Länder-Gremium, das sind die Bundesländer und der Bund beteiligt. Ob jetzt aber tatsächlich in 5 Jahren alle mit X-Planung arbeiten, ob man die sozusagen alle Kommunen verpflichten kann, damit zu arbeiten, das weiß ich nicht, ob das aus der Entscheidung resultiert. Vielleicht ist jemand im Saal, der da noch Licht reinbringen kann. Würde mich tatsächlich auch interessieren. Was bedeutet das für Kommunen? Ich habe jetzt sozusagen die kommunale Brille auf. Wir können mit der X-Planung gibt es eben Objektarten für Flächennutzungsplan. Alles, was im BauGB als Darstellungen und Kennzeichnungen definiert ist, lässt sich dort abbilden. Genauso für die verbindliche Bauleitplanung, also für den Bebauungsplan. Alles, was an Festsetzungen im BauGB vorgesehen ist, und wenn ich mich recht erinnere an mein Studium, war das eine abschließende Liste, ist dort verfügbar. Was den Landschaftsplan angeht, sieht sehr viel schlechter aus. Dort gibt es nur ein sogenanntes Kernmodell, weil das Bundesnaturschutzgesetz ein Rahmengesetz ist, was dann durch Ländergesetze ausgefüllt wird. Das heißt, das ist also bundeslandspezifisch. Und die Stadt Jena hat jetzt gerade, ich glaube, 2012 bis 2014 wurde ein Landschaftsplan gemacht. Wir haben den jetzt auch quasi in X-Planung übernommen. Aber dort ist einfach, die haben da 35 Karten, glaube ich, Biotope und Schutzgebiete und hast du nicht gesehen, das kann man in so einem Standard gar nicht abbilden. Also das ist dann relativ individuell irgendwie modelliert worden. Also zusammen, Flächennutzungsplan geht gut, Bebauungsplan, werden wir sehen, geht auch ganz gut, Landschaftsplan eher, muss man auch ziemlich dran arbeiten. Ja, das war jetzt hier mal so ein Versuch. Das ist also jetzt ein Ausschnitt aus einem Bebauungsplan, der ursprünglich analog vorlag. Jetzt habe ich eben einfach mal versucht, das habe ich quasi nachgezeichnet und mal geguckt, wie das jetzt einfach mit diesen X-Planungsgeschichten geht und wie das in QGIS auch aussieht. Das ist also jetzt einfach sozusagen ein QGIS-Screenshot von dem Bebauungsplan. Ja, wie sieht das aus Anwendersicht jetzt aus? Also es gibt ja dieses Datenaustauschformat X-Plan GML. Das ist eigentlich, also als das GML an sich, also GML-Formate sind im GIS sowieso nicht so besonders praktikabel handhabbar. Wer die NAS-Daten kennt, also die kann man nicht direkt benutzen. Das geht einfach nicht. Die sind viel zu groß. Da geht immer die Software ein bisschen in die Knie und das ist auch nicht besonders performant deshalb. Macht also keinen Spaß. Das wäre also das eine. Man kann also nicht die X-Plan GML direkt benutzen, ist ja auch nicht der Sinn davon, ist ja ein Austauschformat. Zweitens, wenn man jetzt die ganzen Klassenbeschreibungen sich anguckt, in der X-Plan-Wiki ist das auch für den normalen Anwender, denke ich, recht kompliziert, was man da so sieht. Ich habe hier ein Beispiel, das ist jetzt, muss ich dazu sagen, das ist noch der 4.1-Standard, also noch nicht der 5er-Standard, ist aber von der Art her genau dasselbe. Wir haben also, das ist jetzt diese FP, Ver- und Entsorgung, das heißt also für den Flächennutzungsplan Ver- und Entsorgungsflächenlinien oder Punkte. Das sind sozusagen die Attribute, die dort möglich sind. Und da wir dort eben dort wird mit einer Vererbung gearbeitet, wir haben oben immer das XP-Objekt, was eben eine ganze Menge Attribute mitbringt. Dann gibt es als nächstes das FP, also Flächennutzungsplan-Objekt, was auch wieder Attribute hat. Dann gibt es das Geometrieobjekt, das hat natürlich in erster Linie das Attribut Geometrie, in dem Fall nennt sich das Position. Und bei Flächenobjekten auch dieses Flächenschlussattribut. Und der eigentliche Ver- und Entsorgung hat eigentlich nur diese unteren 4 Attribute. Das ist tatsächlich das, was für Ver- und Entsorgung ist. Das heißt, was ist das überhaupt? Ist das irgendwie ein Kraftwerk oder eine Kläranlage oder sonst irgendwas? Das ist, und die ganzen anderen Geschichten, also Rechtsstand geplant oder bestehend oder sowas, das ist immer schon in den übergeordneten Objektarten oder Klassen definiert, in dem Fall eben mit dem XP-Objekt. Und das, wenn man das jetzt so einem Anwender geben würde, der würde wahrscheinlich, der eher so aus der Planungsrichtung kommt und nicht aus der IT-Richtung, der wird eben Kopfschütteln und sagen, damit kann ich leider gar nichts anfangen. Das heißt, man muss das also irgendwie
handhabbar machen. Ja, super. Ich liebe diesen Rechner. Der ist ganz toll. Ja, der spinnt nämlich manchmal. Entschuldigung, da muss ich jetzt erst wieder das entsprechende Folie finden und wieder starten. Da waren wir. Da. Ja, so, jetzt habe ich eben diese XP-Klassen oder Objektarten eben in ein PostGIS-Datenmodell übersetzt, was diese Klassenstruktur auch abbildet. Die Interaktion für den Nutzer mit der PostGIS-Datenbank erfolgt über ein QGIS-Plugin oder über zwei QGIS-Plugins eigentlich. Das eine Plugin ist unabhängig von X-Planung, das erzeugt einfach aus einem PostGIS-Datenmodell eine automatische Eingabemaske. Ich habe das auch auf der PostGIS schon mal vorgestellt. Und das andere Plugin, das ist tatsächlich mit X-Planungsspezifischen Inhalten versehen. Das würden wir gleich nochmal live zeigen. Der Vorteil von diesen automatischen Eingabemasken ist eben, dass diese Komplexität auf so eine Eingabemaske reduziert wird. Wir gucken uns hier nochmal diese FP-Ver- und Entsorgung an. Haben wir also dieses XP-Objekt, das FP-Objekt, das FP-Geometrie-Objekt, das ist wie gesagt nur die Geometrie, und dann diese FP-Ver- und Entsorgung. Und wenn wir hier die Eingabemaske angucken, haben wir eigentlich genau dasselbe. Wir haben, wenn ich ganz nach links gucken, diese FP-Ver-Entsorgungsfläche, das ist dann sozusagen die Geometrie, die ist uninteressant, weil die machen wir über das Digitalisieren. Dann haben wir hier die Attribute, die zur FP-Ver-Entsorgung gehören. Hier zum Beispiel diese besondere Zweckbestimmung, die es übrigens im X-Plan 5 nicht mehr gibt, ist aber Wurst. Das taucht trotzdem wieder auf. Das wäre jetzt also hier das Objekt, was wir hier sehen, wäre ein Elektrizitätswerk, Fernheitswerk, Trafostation, Umspannwerk. Und dann haben wir eben für die anderen Klassen dieses FP-Objekt und XP-Objekt dann auch nochmal jeweils einen Reiter, wo dann immer entsprechend die Attribute drin sind. Und dadurch wird diese Komplexität so ein bisschen einfacher, weil ich kann dann immer genau dort reingucken und finde dort mein Attribut auch schneller. Und meistens ist ja sowieso erstmal diese FP-Ver-Entsorgung interessant, weil ich will sagen, das Ding ist ein Elektrizitätswerk. Das sind also diese automatisierten Eingabemasken. Das geht eben über ein separates Plugin. Und als ich das damit angefangen habe, war eigentlich ausschlaggebend für die Entwicklung, dass ich mit dieser X-Planung beschäftigt habe und gesagt habe, bei, weiß ich nicht, insgesamt 50 oder 60 Objektarten mit jeweils 10 bis 40 Attributen, das kann man nicht alles von Hand die Eingabemasken programmieren, da wird man nicht fertig. Das muss man also irgendwie automatisieren. Und das ist eben das Ergebnis von dieser Automatisierung. Ja, das spezielle X-Plan-Plugin stellt, das würden wir dann gleich zeigen, spezielle Funktionen bereit, das heißt, es können aus der Datenbank Objektarten geladen werden, die Objekte können automatisiert den Bereichen zugewiesen werden. Jetzt speziell beim B-Plan können automatisiert Nutzungsschablonen erzeugt werden. Es können ganze Bereiche geladen werden und es können auch Stile für die Objektklassen in die Datenbank gelegt werden und zwar dann nochmal mit den Bereichen verknüpft. Das heißt, dasselbe Objektart kann in verschiedenen Bereichen unterschiedlich symbolisiert werden, wenn das eben gewünscht ist. Das ist beim Bebauungsplan eher seltener der Fall. Beim Flächennutzungsplan haben wir das häufiger, dass es eben irgendwelche Beikarten gibt, die dann Gewerbegebiete nochmal besonders darstellen und dann werden die eben vielleicht nicht nach Planzeichenverordnung eingefärbt, sondern tatsächlich anders, dass sie eben auffallen, weil so eine Beikarte oft auch kleiner ist als der große A0-Plan. Kurz, was sind Bereiche? Das hatte ich noch nicht erläutert. Die meisten kennen die X-Planung, kennen das Konzept wahrscheinlich. Also Bereiche sind räumlich oder inhaltlich abgegrenzte Teile eines Plans. Räumlich abgegrenzt, das könnte eben sein, man hat eben einen Plan und guckt, also einen Bebauungsplan und aber eine Ausgleichsfläche dazu oder sowas oder einen Grünordnungsplan dazu, der aber gar nicht in einem räumlichen Zusammenhang ist, dann wären das eben zwei getrennte Bereiche. Oder eben auch inhaltlich, das Beispiel jetzt mit dem Flächennutzungsplan, wir haben eben den großen Flächennutzungsplan und wir haben dann eben eine Beikarte Gewerbe, eine Beikarte Dorfentwicklung, eine Beikarte Naturentwicklung, was weiß ich was. Und das wären dann eben alles einzelne Bereiche. Ja, jetzt wärst du, denke ich, dran.
Ja, also auch wir in Jena sind noch nicht so weit, dass wir vollständig alle im GIS arbeiten, die mit Bebauungsplänen zu tun haben. Tatsächlich gibt es vor allen Dingen einige Kolleginnen und Kollegen, die mit dem CAD groß geworden sind und die vorzugsweise das noch anwenden. Aber wir setzen, denke ich, einige Impulse und zeigen auch einfach, dass die Arbeit mit Bebauungsplänen im QGIS einfach praktikabel geworden ist. Was ich Ihnen jetzt hier bei diesem Beispiel, den kurzen Ausschnitt, den ich Ihnen von der Anwendung her zeigen möchte, leider jetzt nicht präsentieren kann, weil die Verbindung nach Hause nicht ganz steht, sind die Hintergrundkarten. Das heißt, Sie müssen hier auf die Stadtgrundkarte, Luftbild oder die ALK auf Ähnliches verzichten. Aber Sie sehen hier neben dem Anwendungsbeispiel, was Ihnen der Herr Ströbel gerade gezeigt hat, wo wir einen ersten B-Plan schon mal testweise umgesetzt hatten, tatsächlich den ersten B-Plan, den wir von Anbeginn mit der X-Planung im QGIS erstellen. Allerdings muss ich sagen, dass dieses Verfahren auch erst Ende letzten Jahres begonnen hat und demzufolge erst Vorentwurfscharakter aufweist. Sie sehen aber durchaus, dass das Layout sehr stimmig ist, passend ist. Die Nutzungsschablonen sind ebenfalls da und können gut editiert werden. Und es heißt ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber der große Unterschied ist ja tatsächlich, dass wir vorzugsweise Daten eintragen und nicht mehr zeichnen. Das Zeichnen ist eigentlich eher ein Nebenprodukt, dass wir die Objekte platzieren, ihnen aber Daten zuweisen. Und dazu möchte ich Ihnen ein kleines Beispiel aufzeigen, indem ich einfach einen Ausschnitt wähle im Bebauungsplan. Und dort muss ich zunächst die entsprechende Objektart laden. Das ist also, befindet sich hier, Sie sehen, das ist recht umfangreich, entsprechend dem X-Planungsstandard. Und ich möchte jetzt eine Leitungsrechtsfläche eintragen, die findet sich hier unter BP Sonstiges. Man muss sich auch hier ein bisschen mit der Materie beschäftigen, weil tatsächlich sich unter der Wegerechtsfläche auch die Leitungsrechte und die Fahrrechte mit befinden. Die zweite Besonderheit ist, dass Sie hier zwei Ebenen haben, das heißt, Sie haben eine Arbeitsebene und eine Darstellungsebene. Die Dateneingabe findet üblicherweise in der Ebene, in der Editierebene statt. Beispielhaft gebe ich hier, jetzt nicht ganz sauber topologisches Arbeiten, es geht nur darum, das Beispiel zu zeigen. Sie sehen, ich habe hier diese eine Fläche erstellt, die dann auch entsprechend dem Bereich zugeordnet wird. Und die taucht dann tatsächlich auch in der Darstellungsebene auf. Die Besonderheit, die wir jetzt haben, ist, dass nun hier die Sachdaten eingetragen werden können. Was ist jetzt das Problem? Das ist tatsächlich hervorragend modelliert und für das tägliche Arbeiten ist das natürlich eine sehr tolle Erleichterung, hier nicht mit Attributtabellen arbeiten zu müssen, sondern tatsächlich mit vorgegebenen Menüs, die die Anwendungsfälle bereithalten. Insofern hier das Beispiel, dass man etwa hier das entsprechende Recht, auch kombinierte Rechte auswählen kann, in dem entsprechenden Pull-Down-Menü. Hier in diesem Fall handelt es sich um ein Leitungsrecht, das entsprechend auch festgesetzt wird. Also auch hier verschiedene Rubriken, die hier anwendbar sind. Es sind auch noch weitere Attribute, entsprechend X-Planungsstandard hinzufügbar. Es ist also doch eine relativ weite Palette bis hin zu Kommentaren, die man beifügen kann, die eine Art Metadaten darstellen. Und mit diesen hinzugefügten Daten kann man natürlich entsprechend, wie es der Herr Ströbel angedeutet hat, entsprechende Auswertungen vornehmen. Und insofern sind auch diese Daten für vielseitige andere Fälle verwendbar und müssen nicht auf den Bebauungsplan selbst beschränkt bleiben. Wie viel Zeit haben wir noch? Gut, dann würde ich vielleicht noch mal kurz einen Blick auf den Flächennutzungsplan werfen. Ich hatte den vor 2 Jahren in Salzburg schon mal vorgestellt.
Der ist mittlerweile doch deutlich weiter gediehen. Wir werden das gleich sehen. Hier wäre jetzt der Punkt Bereich Laden. Ich lade jetzt also den aus dem F-Plan-Modell einen Bereich. Dort haben wir eigentlich nur im Moment nur zwei Bereiche, nämlich einmal den Bereich Flächennutzungsplan 2030. Das ist der tatsächliche Flächennutzungsplan. Und dann haben Sie noch einen Bereich Zwischenablage. Da legen Sie erstmal Objekte ab, die Sie mal gezeichnet haben, aber sagen Sie, brauchen Sie im Moment nicht, aber vielleicht brauchen Sie mal wieder und wollen Sie nicht löschen. Da legen Sie sie in diesen Bereich rein. Ich lade jetzt also den Bereich Flächennutzungsplan 2030. Ich schalte mal alles aus, was wir hier noch haben. Das wäre jetzt sozusagen der Flächennutzungsplan und ist jetzt mittlerweile schon, also der ist noch nicht in der Abstimmung gewesen, das ist also tatsächlich auch erstmal ein Entwurf, aber der ist mittlerweile langsam so weit, dass es in die Beteiligung geht. Erstmal, was man so kennt vom Flächennutzungsplan, das von der Einfärbung her sieht das so halbwegs Planzeichnung verordnungskonform aus. Der ist gemacht für einen Maßstab von 1 zu 15.000 ungefähr. Können wir mal gucken, dass wir den einstellen. Ja, machen wir nicht. Nehmen wir 1 zu 10.000. Ist auch gut. Das wäre jetzt hier also der Innenstadtbereich von Jena. Das ist hier also dieser Bereich. Weiß man, sieht man die Maus? Ja, oder? Ja, sieht man. Das wäre der Innenstadtbereich. Und da sind jetzt eben tatsächlich schon eine ganze Menge Flächen vorhanden. Und wo es noch Probleme gibt, ist oft, dass die Kollegen hier die Flächen sehr kleinteilig erfasst haben. Und das sind alles Universitätsflächen hier, die gelben, alle Forschung und Lehre, aber sie wollten die gerne einzeln erfassen. Und jetzt haben wir das Problem, dass da mit den Symbolen manchmal etwas eng wird. Da wird man also nochmal Handarbeit dran machen müssen. Wichtig ist mir, wenn man jetzt diesen Bereich lädt, hat man eine reine Darstellungsebene. Ist also jetzt nicht so, dass man jetzt hier über die Layer, die hier drin wären, tatsächlich alle Attributdaten abfragen könnte. Sondern da müsste man wieder, wie der Kollege das gezeigt hat, die Objektart laden und dann dort in die Attributmaske reingehen. Dann kann man die tatsächlich sehen. Nochmal zur Präsentation zurückwechseln, da fehlen noch zwei kleine Folien. Das eine, jetzt haben wir gezeigt, was schon geht. Das, was noch nicht geht, ist Folgendes. Schnittstellen gibt es noch gar nicht. Das heißt also, wir kommen im Moment noch nicht von Postgres direkt in Xplan GML und auch andersrum. Wir haben noch keine Schnittstelle, um in Xplan GML direkt in die Datenbankstrukturen einzulesen. Stile für Schwarz-Weiß-Darstellung habe ich auch noch nicht gemacht. Ich glaube aber, das ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr wirklich interessant. Also wer macht noch eine Schwarz-Weiß-Darstellung von dem Flächennutzungsplan? Glaube ich, das ist nicht mehr wichtig. Ja, unsere Kontaktdaten, die werden dann auch, ich bin durch, passt. Kontaktdaten. Und hier habe ich nochmal ein paar Links aufgelistet, also die Umsetzung nach PostGIS, das ist auf GitHub verfügbar, das X-Planungs-Plugin ist auf GitHub verfügbar, das ist auch über den Plugin-Bereich von QGIS, also bei den offiziellen Plugins mit drin. Und genauso diese Data-Driven Input Mask, die kann man sich auch von den plugins.qgis.org runterladen, also sozusagen direkt über QGIS, wenn man auf die Erweiterung geht, direkt installieren, wenn man das haben möchte. Das wäre es von unserer Seite. Fragen? Gibt es einen zeitlichen Rahmen, wann vielleicht Schnittstellen verfügbar sein werden? So als Planungsbüro wäre es nicht interessant, es darin umsetzen zu können und dann in GML-Form weitergeben zu können. Also im Moment stehe ich so, weil ich das ja im Moment erstmal alleine entwickle, stehe ich auf dem Punkt, also Schnittstellen werden, damit werde ich mich beschäftigen, wenn wir es brauchen. Und aber per se, also die ganze Sache dient ja auch dazu, tatsächlich Mitstreiter zu gewinnen. Also durchaus, ich könnte mir auch vorstellen, ich hatte auch Mail-Kontakt jetzt neulich und da haben wir auch mal drüber nachgedacht, wie das eventuell funktionieren könnte, also ob man da mit dem OCR oder sowas irgendwie arbeiten könnte.
dass dort eine Schnittstelle implementiert würde in beide Richtungen. Das wäre aber nicht mein Part. Aber das müsste man dann eben wahrscheinlich irgendwen beauftragen. Aber wenn sich da genug Leute finden, warum nicht? Also ich bin da offen. Ja, also das wäre auch ein Teil meiner Frage gewesen, natürlich. Eine grundlegende Frage stellt sich mir natürlich, das X-Plan GML ist ja eigentlich genau für den Austausch gedacht. Das heißt, eigentlich will ich ja genau das ermöglichen, CAD-Daten dann auch im GIS zu verwenden. Das ist ja ein großer Vorteil, den wir mit X-Plan GML bekommen könnten. Wie machen Sie denn, also wenn unsere Bebauungspläne haben natürlich einen inhaltlichen Teil, das ist das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, wie machen Sie den ganzen zeichnerischen Teil? Der ist ja bei den Bebauungsplänen auch noch häufig mit drauf. In QGIS, also der zeichnerische Teil auch. Alles in QGIS. Ja, also das wäre so die Idee davon. Und wir haben ja gezeigt, dass also bei uns im Haus ist das CAD relativ verbreitet noch. Also bevor ich dort kam, gab es gar kein GIS. Haben alle immer gedacht, CAD und GIS, also wäre GIS. Und meine Erfahrung bei der Übernahme von CAD-Daten nach GIS zeigt, es ist eben, es geht nicht wirklich. Weil dort ist eine zeichnerische Lösung gemacht und keine GIS-modelltechnische. Also der Flächennutzungsplan 2006, den habe ich, zumindest die Flächen habe ich ins GIS überführt. Nicht hier in X-Planung, sondern ganz einfach modelliert, war eine Heidenarbeit. Ja, das ist alles nicht flächenschlüssig, Überlappungen drin, weil im Maßstab 1 zu 15.000 sieht man nicht, dass sich die Flächen überlappen. Wenn ich es im GIS mir angucke, tun sie das. Bei den Bebauungsplänen, wie gesagt, da wird die Grenze des Geltungsbereichs wird eben als Linie eingezeichnet und damit habe ich den Geltungsbereich nicht als Fläche. Das kann ich nicht überführen, das geht nicht, ja, weil die Linie dann nicht mal unbedingt geschlossen ist, sodass ich die automatisch in eine Fläche umwandeln müsste. Also sehe ich aus der Erfahrung relativ kritisch. Andererseits ist natürlich die Idee, ich nehme X-Plan GML und lade mir das auch nach in den CAD und habe dort eine entsprechende Darstellung. So rum wird es gehen, ob es andersrum geht, glaube ich eher nicht. Ist richtig, aber ich bin ja nicht damit gestartet, dass ich unbedingt das Austauschformat bedienen wollte, sondern ich bin damit gestartet, dass wir gesagt haben, der Flächennutzungsplan kommt ins GIS. Ja, was müssen wir denn dort alles erfassen? Und dann ist es eben sinnvoll, sich den Standard zu nehmen und zu sagen, da ist schon alles vorgedacht, was man erfassen könnte. Dann brauchen nicht jede Woche bei mir anzurufen und sagen, wir brauchen aber nochmal ein Feld, wo wir das reinschreiben können. Ja, das ist ja nervig. Also lieber den Standard nehmen, dann können Sie alles erfassen, was überhaupt nur vorkommen kann. Hat auch bisher gut geklappt beim Flächennutzungsplan, nur an einer Stelle nicht. Das war aber eine politische Frage und keine inhaltlich-technische Frage, dass wir dort eine Sonderklasse gemacht haben. Möglicherweise ging die Frage aber auch nochmal in eine andere Richtung, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Mehr oder weniger an die Frage Layout, textliche Festsetzung, Planspiegel und so weiter, Verfahrensvermerke. Und da ist es tatsächlich so, dass das sicherlich mit QGIS leistbar ist, aber wir sind einfach noch nicht so weit, sondern wir werden im Zuge dieses Planverfahrens, was ich Ihnen vorhin aufgezeigt habe, was wir gerade am Beginn sind, auch ein bisschen das als Testballon nehmen, was funktioniert am besten, welche Software verwenden wir und müssen wir tatsächlich nochmal praktisch ein Fenster einbauen, dass wir eben doch den Plan rüberziehen in ein anderes Anwendungsprogramm. Das Ideal wäre natürlich, alles im QGIS zusammenzubauen. War das die Frage? Ja? Okay, gut, super. Ich hätte vielleicht noch eine ergänzende Frage oder vielleicht ein Resümee daraus, um das jetzt mal so nachzuvollziehen. Das heißt, wir haben also ein Datenmodell in der Datenbank, das ist ein X-Plan-konformes Datenmodell und wir haben eine Erfassungs- oder Pflegeoberfläche. Aber der Konverter, um bestehende Daten zu importieren, der fehlt noch. Also sowas wie im PostNAS-Projekt vielleicht, so eine Analogie dazu. Genau, also in die Richtung hatte ich eben auch gedacht, ja. Dass man das durchaus analog sehen könnte, müsste man eben einfach überlegen, wie man das machen kann. Ja. Und dann würde man auch in dem Rahmen dann quasi aus den Daten auch automatisch, ähnlich wie beim PostNAS, auch direkt die Karte generieren. Das wäre der Idealzustand wahrscheinlich dann, ne? Ja, also im Moment habe ich ja Stile in dem Plugin habe ich Stile, nee Quatsch, in der Datenbank sind Stile drin, also in dem SQL-Geschichten, die aber natürlich für QGIS spezifisch sind. Ja. Ist also weil das kein SLD, sondern das sind tatsächlich diese QGIS-Geschichten, weil das von der Detailliertheit her doch über das speziell über das rausgeht, was QGIS mit SLD kann. Hm.